Gib mal her hier den Wisch. Was ist das denn schon wieder? Was, Tiger Woods? Sein Haus, Schlammschlacht, Ehestreit und wir sollen jetzt putzen gehen? Du, sag mal, was ist denn hier los, Kollege? Du, weißt du doch, wenn dem Tiger Woods mal der Kragen platzt, du... Ja, wie, der heißt doch nicht Woods, der heißt Woods. Ja, Woods, sag ich doch. Ja, Woods. Nee, nicht Woods, Woods. Tiger Woods. Tiger Woods, der hat doch mit seinem Freund Charlie Manson hier gewohnt, damals in den 70ern. Nein, Charlie Manson hat nie mit dem... Was, du verwechselst wieder komplett was. Wir müssen hier putzen. Irgendjemand hat hier eine ordentliche Charlie Sauerei Manson. Gemacht. Und wir Hanson sind hier um... Aus Schweden. Wie, Charlie Hanson, der Pflasterhersteller oder was? Charlie Hanson, der Pflasterhersteller aus Schweden, hat hier gewohnt. Nein, wir sollen hier schön alles mit dem Schlauch drüber. Das ist unser Job heute. Das ist wie beim Movie 43, wo er da von dem Auto überfahren wird. Das ist alles für mich. Guck mal, ich mache jetzt mal schön hier die Luke 2. Ich mach mal die Fenster zu. Ja, du weißt, wenn man Luke 2 reinigt, ne, dann wird alles gut. Das ist immer wichtig. Ja, also, man braucht da ein schönes, frisches Gefühl auch. Minzig, ja klar, natürlich. Minzig, da gibt es ja auch die Franzosen verwenden dafür ein BD, habe ich gehört. Die setzen sich da drauf und reinigen sich schön die Kloake. Boah, Alter, hier die Fenster sind am Rand richtig. Da muss ich, glaube ich, die rote Düse rausholen. Oh, ich habe hier schon was sauber gemacht hier. Zack. Die Auffahrt ist richtig dirty. Und du machst jetzt hier die Fenster, die entkrustest du, oder was? Ja, ja, ich entkruste erst die Fenster und die Tür am besten. So diese... So Kleinigkeiten, damit man den Rest dann großflächig spritten kann, weißt du? Ja, also wie gesagt, ich mach erstmal hier schön die Auffahrt, hier schön erstmal den Schimmel runterkratzen. Die alte Wutz. Der alte Wutzschimmel hier. Der alte Wutzschimmel. Guck mal, da oben auf dem Dach sind ja auch Moosflecken, hast du gesehen? Ja, ja. Moss. Moss. Moosflecken. Du musst die Fachbriefe noch alle lernen, Junge. Ne? So, guck mal hier, die Regenrinne habe ich schon eigentlich ziemlich tuschi. Tauschis sind das Taubenschiss. Tauschis. Wer denn das Tauschis in der Szene? Oh, noch zwei, drei Tauschis weggemacht heute Morgen. Oder? Jetzt gibt's erstmal, es gibt auch Leute, die sagen Kaffee. Ne? Was ist ein Kaffee? Ja, zu Kaffee. Gibt's Leute, die sagen Kaffee. Ach, habe ich noch nie gehört. Kein Mensch sagt Kaffee dazu. Doch, doch. Ich mal einen Kaffee gönnen. Kaffee gibt's ganz viele, schreiben sie jetzt wieder. Doch, doch. Egal, so. Im Osten, glaube ich, sagt man das auch noch. Ach, der Osten ist ja auch ein bisschen rückständig. Kein Mensch sagt im echten Leben Kaffee. Ich habe noch nie irgendjemanden, der sagt, oh, ich gönne mir jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Klar, also die Oldschooler, die sagen Kaffee, die wissen Bescheid. Nee. Da fantasierst du wieder. Nee, wirst du sehen. Klar, die werden jetzt sagen, ja, meine Oma sagt noch Kaffee, aber ich sag das nicht. Bei mir gibt's eh nur Doppelchai, Latte, Haselnuss, Macchiatos. Das ist hier ein schneller Job, ne? Richtig schneller Job ist das hier. Ja, geht, 10%. Ja doch, das wird eine schnelle Nummer. Ja, warte ab, bis du die Mordterrasse hinten siehst. Ich hab schon gesagt, das Spiel mit so zum Beispiel Weltwunder reinigen, Freiheitsstatue, ne, oder, ne, Pyramiden, ist ja egal, ne, so, muss ja nicht super realistisch sein. Aber das wäre halt cool. Oder so Franchise-mäßig, überleg mal, du könntest den Ecto 1 putzen. Oder Disneyland. Ja, ne, so... Kotze wegmachen. Da gäbe es super viele Sachen. Das Zurück in die Zukunft Auto. Guck mal hier, die Auffahrt ist aber echt viel, ne? Also hier Stein. Ja. Deswegen geht wahrscheinlich hinten alles noch durch. Ich mach erst für die Plinks die kleinen Sachen hier. Du bist richtig Plinks-süchtig, ne? Deswegen hast du den Job damals angenommen, weil du Plinks-süchtig bist. Es geht mir am Ende nur um dieses befriedigende Geräusch. Das Signal für jetzt ist sauber. Wenn mein Hintern dieses Geräusch machen würde, würde ich den ganzen Tag kacken. Guck mal, die Wand hier ist gar nicht mehr so schmutzig. Da sind wir schon gut dabei. Hier. Sind Dirty Walls. Wie sieht's eigentlich aus hier mit einem neuen Gerät, mein Chef, Meister? Ja, haben wir doch schon. Ich habe schon neues geholt. Ich habe schon den nächsten. Guck doch mal hier auf E. Ich habe schon den Urban X. Den Urban X, Alter. Den Urban X Futura 30. Und da sagt er nichts. Oh, guck mal. Oh, der Urban X. Mit Hansa-Spritz. Junge, mit dem Urban X habe ich damals 63, ne? Dem Klaus Manson, dem Cousin von dem Charlie. Klaus Manson? Manson. Klaus Manson. Klaus Manson. Ja, war seinerzeit Muscheltaucher. So, nochmal hier. Ich bin hier schön am Wegspritzen.
Hast du ja viel besseren Druck hier auf dem Gerät. Ja klar, natürlich, ich verwende schon die ganze Zeit. Wenn du hier noch so rückständig bist, primitiv wie ein Höhlenmensch. Wusste ich nicht, hast du ja nicht gesagt, dass der schon bestellt ist und gekauft. Der war schon lange bestellt, lange bestellt. Ja, der ist nicht bezahlt, der ist erstmal schön auf Pumpe. Das sind Investitionen, der holt sich ja wieder rein, ne? Ja eben, wenn man selbstständig ist, dann zahlt man erstmal gar nichts, ne? Dann macht man das wie die Politiker, dann meldet man sich insolvent. Ja, Ausland. Genau. Kauft man sich im Ausland einen Briefkasten, geht aber dann wieder zurück nach Deutschland. Weil man halt merkt, oh, Deutschland ist schon angenehm. Und fährt nur jedes halbe Jahr in Urlaub, um seine Steuern zu sparen. So sieht's aus. Witzig, dass eigentlich jeder weiß, wie es geht, aber kaum einer macht es. Na, das machen schon viele Menschen. Ich kenne einige, die es machen. Ja, die Profis in der Szene. Ist ja nicht illegal. Ist nicht illegal. Du kannst es machen. Du kannst 51% deiner Zeit im Ausland verbringen, dort eine Wohnung haben und alles. Wenn du es alles ordentlich führst, dann ist es alles legitim. Oh, ab nach Malta. Ich habe einen Onkel, der wohnt in Schmalta. Guck mal hier, das Haus ist ja easy. Easy Job. Ja, jetzt hier mit dem guten... Aber warte ab, der Prime Vista 3000, wenn du den erstmal gekauft hast, das ist ein Gerät, Junge. Geliehen, mein Freund. Geliehen. Wir leihen nur. Da glänzen die Kinderaugen, wenn du ihn damit reinschießt. Gestern habe ich meinem Ältesten mit einem Hochdruckreiniger ins Gesicht geschossen. Seine Augen glänzen vor Freude. Es war keine Freude, er musste ins Krankenhaus und behandelt werden. Er hat sich so gefreut. Er war so glücklich. Er hatte richtig Tränen in den Augen. Nein, du hast ihm Wasser reingespritzt, mehrere hundert Liter. In der Sekunde. Das ist dasselbe. Boah, ich wünschte, ich könnte diesen Hochdruckreiniger in meinen Hals schieben und meine Halsschmerzen damit wegspritzen. Weil ich glaube, das würde gehen. Ja klar, kannst du ans Ohr schießen, dann ist der Hals das geringste Problem. Boah, das Gerät ist geil. Aber hier so ein sagen, so Tiger Woods Haus, easy. Ja, Schlammschlacht ist schnell weg. Ja gut, ne, da wurde halt ein bisschen mit, ich weiß nicht mit was die geworfen. Ich habe 7 Jahre lang Kot in einem Eimer im Keller zusammengepresst und gespart. Kot gezüchtet. Jahrelang habe ich mein Kot gespart für Tiger. Es war qualvoll, in diesen kleinen Eimer zu scheißen. Es hat auch mies gerochen. Aber am Ende war alles wert. Am Ende hat es sich gelohnt. Seht, wie vollgeschissen sein Haus ist. Also wenn jemand mein Haus mit 7 Jahren altem Kot, der halt immer wieder auch noch so nachgefüllt wurde, so Generationscode bewerfen würde. Ja, und den dann so diamondmäßig gepresst auch. Ja, das ist richtige Kackbriketts. Schöne Kotbriketts. Mit Kokosfasern. Ah, noch zwischendurch angereichert. 4 Generationen Mais. Und mit dem Ding, ey, das ist so geil. Das ist richtig schön. Boah, ich hab die ganze Hauswand. Das war ein dicker Bling. Bling. Das war ein richtig dicker Bling, du. Aber das Dach wird halt nochmal smoddelig, ne? Ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir ein breiteres, härteres Spritz-Ding. Tiefer, härter, breiter. Jetzt noch so eine Verlängerung. Na, dann. Ja, aber wir haben kein Geld. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld, aber wir müssen erstmal hier wieder verdienen. Aber guck mal, wir sind wie die Profis, ne? Wir fegen ja, da durch. Da merkst du aber auch, das sind Männer vom Fach, ne? Ja, klar. Laie kriegt sowas nicht hin. Ja, du kannst zwar jedem Typen Hochdruckreiniger in die Hand drücken, aber brauchst schon Fachpersonal, wenn du es so haben willst. Am Ende. Und selbst die Fachmänner sind verblüfft, kannst du sagen, was du willst. Ja, klar. Also die staunen. Die staunen. Am Ende geht es immer nur um dieses hypnotische Geräusch. Das Wasser, wie es auf die Wand perlt. Wir haben halt noch super viel Dach, was wir machen müssen. Super, ja, super viel Dach. Ich stelle mir gleich eine Leiter auf und dann... Oh, hier. Hier auf die andere Seite. Also, okay, was mache ich hier? Ja, genau.
Alter, guck mal, das ist Teamwork. Das ist ein regelrechtes Wasserballett. Spritz, 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 spritz. Da, 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 da. Spritz, 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 spritz. Wir machen spritz, spritz, spritz auf den tauben Schiss. Oben ist man richtig. Ja, fehlt uns ein bisschen so der Düsendruck. Ja, oben musst du ein bisschen näher rangehen. Hier noch so den Giebel. Ah, schön. Chef, guck mal, Leute. Da müssen wir mit einer Leiter hoch. Geht's nur mit. Komm, Leiter. So. Dann geh ich mal rauf, du. Oh, hier ist Tauschi und Schornstein. Ich komm mal mit. Das ist halt auch so ein Game, ne? Man spritzt einfach eine halbe Stunde. Dinge sauber, aber Dinge genau sauber. Das ist aber das ist irgendwie genau die Magie, die die Leute brauchen an so einem. In schweren Zeiten wollen die Leute Spritzereien. Ja, ne, in schweren Zeiten wird man gerne spritzen, das ist halt einfach so. Hat mein Urgroßvater Malmut? Malmut, mein Großvater? Hat es vom Wahnsinn abgehalten, ist so. Der Mann wäre wahnsinnig geworden, hätte nicht einen Sommer lang Häuser abgespritzt in der Nachbarschaft. Das hat er in seinem ersten Buch, hat er das genau beschrieben. Malmut, das Spritzen und ich. Ja. Malmut, das Spritzen und ich. Sein erstes großes Buch. War kein Kassenschlager jetzt, aber... Ja, aber Kenner mögen's. Kenner stehen drauf. So, Kenner und Penner? Kenner und Penner. Guck mal, hier wunderschön. Auch hier diese komischen grünen Verkrustungen oben. Eine Mischung aus Erbrochenes und Fäkalien. Ja, ja. Wir kriegen es weg. Das hier hat mir übrigens hier der Georg, der macht das regelmäßig, ne? Mhm. Der hat mir geschrieben, Junge, ich habe das neulich erst gemacht, mein ganzes Dach gespritzt. Dachspritzen ist ja bei vielen Leuten ziemlich beliebt. Ich hatte auch mal so einen Nachbar, der war wirklich im Sommer da oben und hat das ganze Dach einfach abgespritzt. Das war sein Ding. Mit seinem Ding. Das mit seinem gesehen. Ding hat er, ja, die Nachbarn haben gestaunt. Ich meine, wir wussten nicht, dass ein Mensch 4000 Liter verspritzen kann. Das war uns neu zu dem Zeitpunkt. War noch vor Sifredi. Ja, die Sifredi-Wippe hatte man damals noch nicht, die Technik. Das Sifredi-Zeitalter. Das war vor dem... Aber sowas würde ich doch als Merchandise rausbringen. Das war 20 vor Fredi. Ne, so als Sifredi, du bringst so deinen eigenen Hochdruckreiniger raus und nennst ihn einfach den Sifredi. So, ne? Das ist auch ein Sifredi, ja klar. Das ist... Einer spritzt wie mein Sifredi. Was ist so? Zack, Werbung, Merchandise, Verkauf, noch reicher. Es ist eigentlich zu einfach. Für geniale Menschen ja, aber für irgendwie... Weißt du, wir sind halt Menschen, die erfinden, aber nicht produzieren. Ja, da bräuchte jetzt halt irgendjemand, der sowas macht, ne? Wir haben die Ideen. Wir sind so ein Think Tank. Ja, die Creative Hats halt, ne? So. Mhm. Aus 1000 Sachen Wahnsinn kommt halt immer eine gute Sache und die kann mich reich machen am Ende. Du, ich sag mal, Wahnsinn ist auch eine politische Ressource heutzutage. Ja. Und eine ordentliche Portion Wahnsinn läuft ja nichts mehr im Leben. Also, wenn ich mich jetzt zur Wahl stellen würde, würde ich auf jeden Fall ein paar Stimmen kriegen. Ja, natürlich, klar. Ein paar Leute würden sagen, das ist genau das, was ich brauche. Er ist so ein bisschen bekloppt, aber er sagt die Wahrheit. Das ist... Also großflächig macht aber schon Spaß, einfach so wegrasieren. Ne? Ja, das Dach ist eh geil, weil da kannst du schön an den Kacheln, ne, so entlang. Ja, ja. Das ist immer schön eine Reihe. Immer schön wegradieren. Das ist einfach geil. Auf 94% haben wir schon. Ich sag ja, das ist echt gut. Alleine hättest du dafür das Doppelte gebraucht halt, ne? Ich hab hier gut 2 Folgen habe ich gebraucht, Minimum, für das Ding. Tja, gemeinsam spritzt sich einfach besser. Das ist eine alte Bauernregel. Ja, da sind die Leute immer ein bisschen spießig geworden heutzutage, ne? Die wollen immer alleine spritzen, für sich. Ach ja, die Jugend, zum Beispiel Joan, der ist auch so ein Gruppenonanist.
Gruppengarten. Wir sind die GGO. Die Gruppengarten. Die Gartengruppenorganisten. GGO, warte mal. Ist hier der Giebel noch nicht richtig gegiebelt? Oder warum ist hier so viel Schmutz noch? Also der Bungalow ist beinahe durch, hier das Dach. Ja, ja, ich hab hier die Seite, ist eigentlich auch... Jawohl, da haben wir's. Guck mal hier, da muss noch ordentlich reingesaut werden. Die Dachrinnen. Die sind so ein bisschen tricky doodle. Die Regenrinne? Verandazäune. Was, es gibt Verandazäune? Ja, hier, die Dinger hier. Ja. Ah. Ah, guck mal, die musst du von unten hier, siehst du? Musst du so ein bisschen schräg von unten noch dran. Hab meine. Ja, aber wo ist hier noch ein Pfosten? Hier ist noch einer. Warum geht der Veranda-Zaun nicht? Der ist doch nichts mehr dran. Ist nur noch Kruste? Hab den hier, Moment. Ja, jetzt. Veranda-Zaun, was haben wir noch? Zwei Pfosten. Veranda-Pfosten. Ab ein, einer fehlt noch. Und? Da war irgendwas gerade. Ja. Irgendein Pfosten. Hier. Ah! Hier habe ich noch einen. Zack. Yes! Die Besten der Besten! Alter, die Veranda-Boys! Ah, und jetzt schaue ich mir nochmal hier im Schnelldurchlauf an. Das ist richtig sexy. Das ist richtig sexy. Das ist, ja, das macht richtig Spaß dann so zu sehen, ne? Wie's ja, wie so du siehst, so, oh, das war voll das Schmuddelhaus. Dann. Das ist wie, kennst du diese... es gibt so Ausmal-Apps auf dem Handy, auf Tablet und Handy und so, kannst du Bilder ausmalen. Und da kommt das auch am Ende immer noch, wie du dann gemalt hast. So, ne? Das ist eigentlich das Spannendste daran. Das macht am meisten Spaß. So, nehme ich eigentlich automatisch mit. Jetzt lädt's bei mir. Mal sehen, ob wir direkt gemeinsam... Guck mal hier. Das Ding muss geschoben werden. Einer links, einer rechts und dann geht das ab, Junge. Das ist aber super der Easy-Job, oder? Ja, ja. Dann gehen wir einmal hier rundherum. Altes Moped spritzen. Bling, 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 bling. Eieieiei, Junge, Junge. Sondern da für Glücksgefühle, ne? Das ist, ja, ja. So. Das ist ja Klingeling, macht's hier, Junge. Das ist ja nix. Unterblech noch ein bisschen reinigen. Zwei Typen spritzen auf dem Bike. Ja, den Film kenne ich schon. Motor. Yes, Alter, war ja super locker. Ja, das war ja nix. Der war ja super lässig, du. Guck mal hier, zack, 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 zack. Zwei Boys, ein Spritz. Und erledigt. Ja. Zwei Boys, zwei Schläuche, ein Motor. Aber wir haben noch so einen kleinen Spritzer. Irgendwie so ganz viele Quick-Spritz. Schnellspritz. Oh, hier Jobs. Ist vom Bürgermeister das Golfkart, ne? Ja, ist ein Sonderauftrag, du. Da hat der Bürgermeister Lumpen. Das mussten wir bergen aus der Garage vom alten Butz. Maldijo. Vom alten Dijo. Die Sitze waren aber ganz schön ledrig hier. Hier schön rein, die Krustung muss da rauspeitschen unten. Schön hier die Krustung rauspeitschen. Da muss man auch nochmal aufs Dach gleich, glaube ich, hoch. Bing, 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 bing. 91. Hier noch irgendwas? Dach? Ja. Ah, wunderschön. Wunderschön. Das sind ja easy Jobs. Das sind die easy Jobs. Für zwei Typen. Bürgermeister Wutz, altes Golfcar. Mal hier, da gehen sie schön ran und spritzen von allen Seiten. Ein Ballett. Ein Ballett mit Schaum und Wasser.
Ja, jetzt haben wir nur noch das alleinliegende Killerhaus, wo die alte Granny Smith drin gewohnt hat. Und eine Zeitüberschreitung der Verbindung. Freunde, ist eh vorbei. Ich habe Halsschmerzen wie Sau. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.